manos sin dientes. Dale una paliza. ¡Vuelve ahí! ¡Rómpele el brazo! ¡A él! ¡Vuelve! ¡Dos! ¡Come on, amigo! ¡Patealo! ¡Demuéstrale al gringo quién manda! ¡Rómpele el brazo! ¡Chingada, este gringo sabe pelear, eh! ¡Vuelve ahí! Na warte. A ver cómo te sales de esto. ¿Qué es que este tipo te gane? ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? ¡Gane! ¡Gánenmelo! ¡Gustavo! ¡Mate este gringo! ¡Lucha como un hombre! ¡Sí, Gustavo! ¡Toma esto, pendejo! Ahora sí, pendejo. ¡Dale una paliza! Te vas a arrepentir. ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Listo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Acaba con él! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Las ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Gustavo! ¡Ven en este lugar! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! Eres Wackelkampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria! Cájalo! Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, kalmate. Na? Gut, gut, gut. Einfach mal chillen hier. Wir befinden uns also im Knast. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder... Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Una semana! Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht?
Hey, gringo. Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muéfense! ¡Quietense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Te lo advertí. No escuchaste. Mirando. Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo yo. Bien. Das sind auf jeden Fall schon richtige harte Hunde hier. Der wird sowas von verdroschen hier. Du mich eigentlich? Siehst du schon. Und wo genau sind wir hier? Da lang? Können wir hier durch? Da können wir nicht durch, oder? Na gut. Nach dir. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier.
Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja, hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Gut, dann heißt es wohl Klettern hier. Und da müssen wir hin. Weil da hinten, beziehungsweise da oben, befügt sich irgendwie so ein Raum, wo ein Geheimnis ist. Aber mehr verrate ich nicht. Das müssen wir erstmal runter oder hoch. Bloß nicht runterfallen. Schon die ersten Rätsel sind zu sehen hier. Mal gucken, mal, wie hoch das ist hier. Wir befinden uns auf einer Insel. Mehr finden wir nicht, oder Waffen. Das ist auch nichts mehr. Okay, damit wird es klappen. Ups, so nicht. Okay, los geht's. Auf geht's. Ein Kollege sieht uns nicht zu. Aber was für eine Festung hier. Nicht hoch. Schön mit Anlauf hier. Auf der anderen Seite. Okay, müssen wir einen anderen Weg finden hier. Oder geht das nicht? Dann müssen wir jetzt wohl springen. Auf geht's. Nein, oh, das war knapp. Das war knapp. Und dann nochmal mit Anlauf hier und nein, oder doch, doch, doch. Läuft doch. Ah, Sam oder sein Bruder. Da können wir noch hier. Auf nach oben.
Dann würde ich jetzt am liebsten da runterspringen hier. Aber was für eine Aussicht hier. Wir können also noch höher hier. Hoch hier. Ah, okay. Festung hier. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Haben, glaube ich, von der anderen Seite hier. Nützt ja nix. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Da hoch. Geht's noch her? Ach, da oben. Wir gucken einfach mal, ne? Hm. Jetzt müssen wir zur anderen Seite, oder wie? Hm. Müssen wir durch? Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Da nichts passiert hier. Das auf jeden Fall. Das sieht schon nach dem ersten Rätsel hier aus. Die ganzen Symbole hier. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.